Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und während sich die beiden Dorftrottel da die Fresse polieren und sich das Hirn rausprügeln, werden wir nun eine Nebenquest-Folge veranstalten, in der wir wirkliche Hexerarbeit verrichten werden. Wir haben nämlich mittlerweile einige Hexeraufträge gesammelt, in denen wir ja, Monster, die die gemeine Bevölkerung hier terrorisieren, erledigen sollen. Und das werden wir dann jetzt eben halt auch mal machen. Wir fangen an mit der Quest oder dem Auftrag Die lustige Witwe. Sprich mit dem Totengräber, heißt es hier. Geralt nahm den Auftrag an, den der Totengräber von Lindenthal am Anschlagsbrett veröffentlicht hatte. Offenbar war der Dorffriedhof voller Monster, denen vor allem Kinder zum Opfer gefallen waren. Das können wir natürlich nicht zulassen. Das Gute ist, dass wir in der letzten Folge ja auch noch einige neue Rohstoffe, sag ich jetzt mal, oder Ressourcen bekommen haben, mit denen wir Monster besser bekämpfen können. Unter anderem die Öle, Tränke und bessere Bomben. Und das sollte die Herausforderung in diesem Video etwas senken. Wir werden jetzt mit dem Totengräber reden, der befindet sich da drüben auch schon. In redanischer Kluft, hoffentlich schmeißt er uns nicht direkt raus, mal gucken. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ihr habt offenbar ein Problem. Werden die Gräber geöffnet? Wenn es nur das wäre. Da kommen immer wieder üble Bestien, verschlingen, was frisch ist und ziehen dann weiter. Gerade hat es wieder angefangen. Ich dachte mir, einfach drinnen bleiben nachts und die Tür verriegeln. Aber plötzlich fehlte eins der Kinder. Ist es auf dem Friedhof verschwunden? Nein, aus dem Dorf. So eine kleine Rotznase würde nicht alleine herkommen. Und ich habe in der Nacht eine Art Winseln gehört. Und du bist nicht rausgegangen und hast nachgesehen? Glaubst du, ich bin blöd? Wer Monster hat, braucht einen Hexer. Ja, und wer ein Kind in Not hört, braucht Menschlichkeit. Reden wir über die Belohnung. Reden wir über meine Belohnung. Mal sehen, was wir herausschlagen können. Wir wollen ihn natürlich nicht komplett verstimmen, aber ich würde jetzt mal auf 270 gehen. Der Preis ist angemessen, wenn man das Ungetüm bedenkt. Ich weiß ein bisschen was darüber. 270 ist doch schon eine ordentliche Summe auch, vor allen Dingen nachdem wir in der letzten Folge auch einiges ausgegeben hatten. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Okay, begib dich zum Friedhof, heißt es hier. Der Friedhof ist auch nicht besonders weit weg. Der ist im Grunde, wenn man mal auf der Map guckt, waren wir da auch schon mal. Der ist hier zwischen Lindenthal und dem Banditenlager, was wir einmal ausgeräuchert hatten. Aber ich frage mich natürlich wirklich, was da los sein soll. Also das mit dem Kind klingt, wie gesagt, irgendwie merkwürdig. Das kann ich mir nicht recht erklären. Aber wir werden ja demnächst sehen, was da los sein könnte. Strahlender Sonnenschein. Aber wir haben auch nicht mal 5 Uhr, insofern geht die Sonne auch gerade erst auf. So, da drüben sehen wir auch schon Monster. Das sieht sehr nach Ghulen aus. Das sind auch Ghule. Okay. Bei Ghulen sollten wir uns natürlich auch vorbereiten. Jetzt müssen wir mal eben gucken, das Nekrophagenöl schon mal im Anschlag. Welche Tränke haben wir gerade drin? Schwalbe und Donner, das ist sehr klassisch. Außerdem könnten wir den Kimmerabsud auch trinken. Sollten wir auch tun. Der ist ganz gut. Und der wirkt ja auch eine halbe Stunde, wenn ich das richtig gesehen habe. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen Vitalität durch Wasser. Und jetzt kümmern wir uns doch mal um die Ghule. Kommt her, ihr Scheißknilche. Schon mal. Das fanden die Ghule, glaube ich, nicht so witzig. Aber wir haben sie erledigt. Ghule könnten die Leiche ausgegraben haben, aber sie hätten das Dorfkind nicht geholt. Ich sollte mir diese Gräber trotzdem mal ansehen. Ich wollte es gerade sagen. Das Kind erklärt das nicht. Setze deine Hexersinne ein, um den Friedhof zu erkunden. Wir holen jetzt auch erstmal hier die verschiedenen Ingredienzien. Der Ghule ist hier drüben gestorben. Monsterclown haben wir hier. Was ist das hier drüben?
Das Grab ist vor kurzem aufgewühlt worden. Aber der Verwesungsgeruch ist alt, überreif. Wohin er mich wohl bringt? Folge dem Aasgeruch mit Hilfe deiner Hexersinne. Wir sollten vielleicht auch mal in die Krypta hier reingucken. Ranogreen. Ranogreen haben wir in der letzten Folge erst benutzt. Nostrix auch. Gut zu wissen, dass man das auch relativ leicht draußen findet, sag ich mal. Offenbar dort, wo Leichen verbuddelt werden. Was haben wir hier drüben? Alraunenwurzel. Und noch mehr Alraunenwurzel. Was ist denn hier drin vielleicht noch? Finden wir hier noch irgendwas? Da haben wir eine Truhe Wächterstiefel. Komm, zünden wir mal eine Kerze an für die Toten. So, was können die Wächterstiefel denn? Ja, können wir vergessen, aber angeblich 83 Kronen wert. Wir wissen, dass das nicht der Realität entspricht, aber okay. So, folgen wir dem Geruch. Wo ist der Geruch? Da. Da ist der Geruch. Er geht hier rüber. Und dann wohin? Da. Da unten ist irgendeine Bestie. Unter der Brücke? Da unten ist ein Typ, oder was? Ach du Scheiße, es ist ein ausgewachsener Bär. Wir müssen hier rüberspringen. Hör! Und dann müssen wir hier rüberspringen. Hör! Wir müssen auf jeden Fall gleich hierhin zurück zu dieser Brücke und gegen den Bären kämpfen. Wir brauchen eh ein Bärenfell. Ich kann das ja schon mal markieren. Oder haben wir das Bärenfell gekauft? Nee, wir hatten das nicht gekauft. Das war, glaube ich, für das verbesserte Bestienöl. So, wir folgen weiter dem Verwesungsgestank. Hier ist eine kleine Hütte. Und hier führt der Gestank drin hin. Ich meine, es kann auch einfach nur ein ungeduschter Typ sein, aber... Was immer sich hier für ein Gewürm rumtreibt, es hat sich einen ungewöhnlichen Lagerplatz gesucht. Das sieht auch überhaupt nicht lecker aus. Was ist das hier unten? Die Kreatur benutzt Werkzeug, also ist sie vernunftbegabt. Oder einfach sehr schlau. Okay. Und was ist hier drüben? In dem Kessel? Was köchelt da noch? Da hat jemand gekocht. Das ist ein Oberschenkelknochen von einem Kind. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht gut. Menschenschädel in einem magischen Kreis. Das Monster hat sie offensichtlich benutzt, um sich an diesem Ort der Macht zu stärken. Das muss ein Gruftweib sein. Hat die Schädel gesammelt, um die Macht hindurchzuziehen. Und ist vorwitzig genug geworden, um durchs Dorf zu ziehen. Ich muss die Schädel nehmen und das Gruftweib auf den Friedhof zwingen. Da kriege ich es. Okay, dann können wir uns das Ganze im Bestiariumseintrag ja schon mal durchlesen. Und zwar haben wir Nekrophage, Trauerschnepfe. Da ist sie. Gruftweiber greifen selten Menschen an. Lieber tun sie sich an dem gütlich, was sie aus den Gräbern ausbuddeln. Manche werden jedoch im Laufe der Jahre dreister und schleichen sich in Hütten, um Kinder zu stehlen und Alte zu töten. Und genauso war es auch in Lindenthal. Der Hexer wusste, dass ihm das Gruftweib einen harten Kampf liefern würde. Es galt weder die mächtigen Klauen, die jeden Block und jede Parade zunichte machen konnten, noch die lange, giftige Zunge zu unterschätzen. Außerdem war mit einer Schnelligkeit zu rechnen, die sogar seine mutierten Reflexe überfordern würde. Nur das Irdenzeichen konnte den nötigen Vorteil zum Überleben und Siegen bedeuten. Also, wir müssen schwarzes Blut benutzen, das Nekrophagenöl Irden und Quen. Und dann wird das auch was mit dem Nachbarn. So, jetzt müssen wir erstmal die... Das müsste es richtig ärgern. Jetzt auf dem Friedhof auf die Lauer gelegt. Da wird es nach Anbruch der Dunkelheit aufkreuzen. Da haben wir die Schädel eines Gruftweibs. Und dann werden wir sie so aus der Reserve locken. So, jetzt müssen wir aber mal eben gucken. Ich wollte hier unten noch gegen den Bären kämpfen. Und da müssen wir jetzt mal das überlegene Bestienöl benutzen. Haben wir das schon? Ne, wir haben nur das normale, ne?
Wenn nur das normal, aber das ist auch okay. Damit werden wir jetzt gegen den Bären kämpfen. Der hier irgendwo eben noch war. Da hinten ist er. Leder, Fläschchen, Artglyphe, Calcium-Equum und noch ein Fläschchen. Komm her, Bär. Kämpf. Nicht gut genug. Und da haben wir das Bärenfell. Statt 300 Euro, 300 Euro sage ich schon. Ja, das ist die Währung hier in Novigrad. Nein. Statt 300 Kronen dafür auszugeben, haben wir das jetzt mal eben umsonst gekriegt. So, und von hier aus kommen wir aber auch sicher. Das müsste... Ah ja, ich erkenne die Stelle gerade wieder. Das war da, wo wir Ciri gespielt haben. Als sie den Wolfskönig gesucht hat. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich wollte nach hier oben, ne? Komme ich hier hoch? Ich muss hier doch irgendwie rauskommen. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier eingesperrt sind. Ja, das geht. Einmal hier hoch. Und dann Richtung Friedhof. Oh nein. Waren das alle? Ich hoffe, dass es alle waren. Insignien der Nilfgaardischen Spezialverbände, okay. Ob mir das bei irgendwem ein hübsches Sümmchen einbringt, ich weiß ja nicht. So, auf in Richtung Friedhof. Da drüben ist er. Bin wirklich sehr gespannt, wie sich das Gruftweib... Guck mal, was wir hier gefunden haben. Interessant. Vielleicht können wir uns vorher nochmal diese Höhle angucken. Und hier werden wir jetzt zum ersten Mal, weil er da so danach gefragt hat, den Katzetrank auspacken. Es müsste... Wo ist er denn? Waldkauz, goldener Pirol. Hä, wo ist denn der Katzetrank? Da. Ich wollte gerade sagen, kann ja nicht sein. Wir haben den noch gebraut. So. Ja. Ist ein bisschen heller, würde ich mal sagen, ne? Das kann man gut machen. Es ist zwar schwarz-weiß, aber man erkennt jetzt alles. Und das ist ja das, was ihr wolltet. Erkennen. Okay. Ah, da war der Wolfskönig drin, oder? Hier hat Ciri gegen den Wolfskönig gekämpft. Das müsste hier gewesen sein. Ist hier denn noch irgendwas? Irgendeine Truhe oder sowas? Nee, es sieht nicht danach aus. Okay, dann hat sich das auf jeden Fall nicht wirklich gelohnt. Schade, ich dachte, ich habe da jetzt ein echtes Geheimnis gefunden, aber habe ich nicht. Der Katzetrank ist jetzt auch nicht mehr lange gültig. Der ist jetzt natürlich an der Oberfläche ein Problem, weil er uns ja blendet und unsere Sicht dann doch ein wenig verändert. Aber er ist gleich nicht mehr aktiv. Dann passt das soweit. So, wir sollten auf jeden Fall schon mal schwarzes Blut bereithalten. Schwalbe behalten wir drin. Ja, und Quen und Irden haben wir ja sowieso parat. Okay. Dann legen wir die Schädel mal passend hin.
Da kommt sie. Dieb hat die Schädel gestohlen. Meine Schädel. Soll sich selber welche ausgraben. Da ist sie. Wie aufs Stichwort. Tja, dann komm mal, Trauerschnäpfe. So, erstmal brauchen wir Nekrophagenöl. Dann brauchen wir Quellen. Und als nächstes brauchen wir Irden. So richtig in den Kreis kommen will sie nicht, ne? Autsch. Okay. Nimm nochmal Irden. Scheiße ist gut. Wie wär's mit dem schwarzen Blut? Aua. Und wir brauchen Quellen. Sie hat sich gerade massiv selbst geschadet und sie verliert auch immer noch Leben. Da sieht man mal, wie gut das schwarze Blut ist. Gut. Wir haben sie gleich. Okay, ich glaube, sie stirbt jetzt. Das Gift wird sie dahin raffen. Yep. Sie ist tot. Perfekt. Das schwarze Blut sei Dank. Großer Triglaf, Runenstein, Monsterzunge, Gruftweib-Ohr, Gruftweib-Mutagen, Adan Daith und Gruftweib-Trophäe. Plötze ist natürlich hier schon bereit und da müsste jetzt eigentlich auch die Gruftweib-Trophäe dranhängen. Ne, das tut sie nicht. Beweg dich! Hey, nicht so grob. Was haben wir eigentlich gefunden? Also, wir haben einmal die Waffe hier. Adan Daith. Sieht sehr nett aus. A-Zeichen, Intensität, Axi. Kritischer Trefferbonus ist natürlich... ist auch ein bisschen höher. Und kritische Trefferchance auch. Chance auf Einfrieren. Zeichenintensität ist natürlich nicht so hoch. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Waffe. Sollten wir uns gleich mal näher angucken. Dann haben wir noch die Trophäe. Die haben wir hier. Ah, die haben wir schon dran. Bonuserfahrung bei Humanoiden plus 5%. Ja, kann man auf jeden Fall auch machen. Und das Gruftweib-Mutagen hilft uns natürlich hier, einen Absud zu machen. Und zwar den hier. Jeder getötete Gegner beschleunigt bis zum Kampfende die Vitalitätsregeneration. Aber wie gesagt, erstmal werden wir nun zum Totengräber gehen. Das war hier wirklich ganz in der Nähe. Ich habe euer Problem gelöst. Where is my money? I need my money right now. Ich bin wegen des Auftrags hier. Und? Alles geritzt. Ein Gruftweib hat die Gräber aufgewühlt und sich das Kind geschnappt. Ach so. Wie geht's dem Kleinen denn? Tot. Das Kind ist tot. Oh. Das dachte ich mir. Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis dann. Ist natürlich traurig, dass das Kind sterben musste. Das passt mir nicht. So, und damit ist der Auftrag Die lustige Witwe abgeschlossen. Wir haben auch noch einige Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist ja auch nochmal ganz nett. 270 Kronen und müssen jetzt mal gucken. Wir können den Erscheinungsabsud können wir auch machen. Hatten wir den noch nicht? Wenn ein einzelner Treffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet, wird ein Quenchschild aktiviert, der gegen den nächsten Angriff schützt. Das ist auch cool. Ja, und dann haben wir noch Gruftleib-Absud. Dafür fehlt aber Longgrube. Wasser-Vibe-Absud. Ja, es gibt noch einige Absude, die da kommen können. Schauen wir uns aber jetzt erstmal die Quests an. Wir haben eine weitere Quest, die wir machen können.
Und zwar gab es da irgendeine in Mittelhain, genau, Hanna aus den Wäldern. In der Gegend um Mittelhain beschloss Geralt, sich umzusehen und herauszufinden, ob nicht jemand einen Hexer brauchte. Dies war tatsächlich der Fall. An einem Anschlagbrett fand er einen Aushang, dass eine Belohnung auf ein Monster namens Hanna aus den Wäldern ausgesetzt war. Geralt beschloss, sich der Sache anzunehmen. Hanna hieß so nicht auch die Freundin von Njeln? Bestimmt nur ein seltsamer Zufall. Okay, die wollen offenbar... Also, wir könnten da wahrscheinlich auch Faustkämpfe machen, aber das wollen wir nicht gerade jetzt machen. Wir gehen erstmal nach Mittelhain. So. Hier vorne müsste der Auftraggeber sein, wenn er noch wach ist. Um 2 Uhr nachts. Können wir hier was aufnehmen? Lederbänder. Nice. Und Zwergenschnaps. Hier. Du bist also dieser Weiße? Hi, Bolko. Sei gegrüßt. Was willst du? Na was wohl. Der Auftrag, mein Junge. Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Das weiß ich noch nicht, aber erstmal reden wir über meine Belohnung. Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Okay, 239 ist der Startpunkt, komischerweise. Wir machen auch mal 270. Das ist wieder ein Bonus von 30. Kein Problem für Hanna aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Okay, er ist zum Glück nicht wirklich verstimmt. Wir gehen mal 10 runter. Meinetwegen, wie du willst. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Wow. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Okay, dann reden wir mal mit Agneta. Die ist offenbar direkt hier vorne irgendwo. Da ist sie ja sogar. Hi, Agneta. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Psst. Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Okay, durchsuche die nahen Felder mit Hilfe deiner Hexersinne, heißt es jetzt. Na gut, dann machen wir das doch mal. Das ist ja auch ganz in der Nähe offenbar. Bei der Dämmerung, ist es dann eine... Gibt es eine Dämmerungserscheinung? Weiß ich gerade gar nicht. Aber gut, wenn wir die Felder überprüfen, dann werden wir hier irgendwas finden. Es ist auf jeden Fall ein Geist, gegen den wir hier kämpfen werden. Da sind Spuren. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Aber warum denn und wo ist sie hin? Was ist das hier? Ein Stück Stoff. Vielleicht von einem Kleid. Ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Aber wo ist sie hin? In die Richtung. Die Spuren führen hierhin.
weiter in die Richtung. Da drüben hören wir Wölfe. Nicht, dass sie von den Wölfen gerissen wurde. Oh, hier ist Blut. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Okay. Setze deine Hexersinne ein, um herauszufinden, was dem geschleiften Leichnam zugestoßen ist. Die Spur geht hier lang. Was für ein Verbrechen werden wir hier jetzt aufdecken? Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief? Brief aus einem Grab. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Borkai hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt, doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Borkai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort, deine Sula. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Frag den Ältesten nach den Liebenden, ja. Okay. Also das Mädel, was hier getötet wurde, Sula, ist dann offenbar zu Hanna aus den Wäldern geworden. Tja. Da sieht man mal, dass die Gräueltaten von Menschen auch viele Monster erschaffen. Aber mal sehen, vielleicht hat der Älteste noch etwas dazu zu sagen. Hey, Bolko. Sei gegrüßt. Was willst du? Es gibt Neuigkeiten. Sula und Borkai, hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Borkai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Borkai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen. So hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen hat? Als wenn das ein Punkt wäre. Ja, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. Das kann doch nicht sein, sie war doch so hübsch. Kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Okay, das heißt Irden und Co. Also Geister können wir ja daran hindern, sich zu entmaterialisieren, wenn wir Irden nutzen. Oder Mondstaub, das ginge auch. Geisteröl ist klar. Da fällt mir gerade ein, ich wollte doch eigentlich die neue Waffe auch nehmen, ne? Haben wir noch Veles-Runensteine? Nur kleine, ne? Wir haben leider nur kleine Veles-Runensteine. Aber besser als nichts. Ich meine, das Schwert ist halt auch einfach besser. Das macht halt auch mehr Schaden. Ich find's besser. So, dann schauen wir mal nach dem Treffpunkt. Hoffentlich finden wir da irgendwas, was wir wirklich benutzen können gegen den Geist. Hier ist ein Treffpunkt. Verbrenne Sulas Brief und das getrocknete Blut vom Messer. Ja, dann tun wir das doch mal. Da ist sie. Um uns herum. Oh nein. Hanna aus den Wäldern. Also, wir brauchen erstmal Geisteröl. Geisteröl war, glaube ich, das Blaue, genau. Dann brauchen wir schwarzes Blut nicht.
Hilft da irgendein Trank gegen? Nee, ne? Wir könnten Waldkauz trinken oder Petrus Filter. Mondstaub habe ich noch drin. Okay, wir trinken Petrus Filter. Das verbessert auch unsere Zeichenintensität. So, komm her. Mondstaub. Wo geht sie hin? Wo ist sie? Da hinten. Autsch, okay, das war schlecht. Quen. Wir müssen sie wieder binden. Mundstaub. Tja, viel geht da nicht mehr, Hanna, aus den Wäldern. Oder sollte ich eher sagen, Sula. Oh, sie ist erfroren. Perfekt. Und erledigt. Hanna aus den Wäldern ist nicht mehr. Geisteressenz, Monstersterben, Haar einer Nachterscheinung, dunkle Essenz. Zweimal das Nachterscheinungsmuttergehen, vergessenes Schwert der Vrans und die Nachterscheinungstrophäe. Puh. Dann gucken wir uns erstmal an, was wir da jetzt bekommen haben. Also mal einmal das vergessene Schwert der Vrans. Das ist eine Stahlwaffe. Chance auf Betäuben ist natürlich sehr hoch, ne? Aber ansonsten, ich meine, die macht deutlich mehr Schaden. Aber der kritische Trefferbonus ist deutlich niedriger. Kritische Trefferchance ist gleich. Die andere Waffe gefällt mir eigentlich besser. So, dann haben wir hier das Nachterscheinungs. Die Nachterscheinungstrophäe ist auch Bonuserfahrung bei Humanoiden. Da ändert sich für uns nichts. Hatten wir denn schon das Nachterscheinungs? Hatten wir offenbar schon, ne? Mittagserscheinungsabsud haben wir noch nicht. Und Nachterscheinung haben wir, glaube ich, auch schon hier. Ah, ne, hier, Hanna aus den Wäldern, da sehen wir es. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Bolko, Dorfältester von Mittelhain. Die Flamme wahrer Liebe erlischt niemals, heißt es. Leider ist das die Wahrheit und auch der Grund dafür, dass Sula aus Mittelhain, die ein jäher Tod ihrem Geliebten entrissen hatte, in der nächsten Welt keinen Frieden finden konnte. So suchte sie ihre ehemalige Umgebung als Nachterscheinung heim. Der Kampf gegen diese Art von Erscheinungen ist äußerst schwierig. Sie erzeugen Abbilder von sich selbst, die ihnen beistehen und den Gegner verwirren. Zudem können sie körperlos sein und kein Streich kann ihnen etwas anhaben. Es sei denn, man hat Mondstaub. Am besten legt man mit Irden eine Falle und setzt unverzüglich mit Igni nach. Vor allem aber sollte keineswegs mitten in der Nacht gegen diese Kreaturen gekämpft werden, so wie wir es getan haben, wenn der Mond hoch am Himmel steht. Diese rachsüchtige Erscheinung hätte wohl jeden einzelnen Dorfbewohner gemeuchelt, wenn nicht ein berühmter Hexer, Geralt von Riva, finanziellen Bedarf gehabt hätte. Na, ein Glück. Haben wir uns um die gekümmert. Und das wird jetzt auch reichen, um Stufe 10 zu werden. Was besonders schön für uns ist. Stufe 10 müsste nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, einen weiteren Skill-Platz freischalten. Sodass wir dann hier nochmal schön was hinzufügen können. Gucken wir uns dann gleich mal an. Aber erstmal reden wir mit Bolko. Unsere guten Helfer in der Wildnis. Hi. Sei gegrüßt. Was willst du? Ich will dein Geld. Hanna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung, wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Leb wohl. Tja, das ist genau die richtige Art von Arbeit für mich. Hanna aus den Wäldern ist tot. Wir sind Stufe 10. Endlich zweistellig.
Dann gucken wir uns doch mal an, was das bedeutet. Wir können jetzt hier einen weiteren Skillpunkt, wie gesagt, hinzufügen. Man könnte es jetzt so machen, dass man hier Axi mit reinnimmt. Und dann hier ein blaues Mutagen hinzufügt. Dieses zum Beispiel. Das erhöht dann die Zeichenintensität um 30%. Und das ist halt wirklich gewaltig. Also eine heftige Relation. Können wir hier noch irgendetwas... Da können wir nichts mehr so richtig machen. Zumindest nichts, was mir jetzt akut irgendetwas bringen würde. Man könnte aber hier etwas machen. Also Armbrust würde ich nicht unbedingt verstärken. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 33% verringert, weiß ich auch nicht. Man könnte die starken Angriffe noch verstärken. Das machen wir, glaube ich, als nächstes auch mal. Wenn wir nämlich hier 3 Punkte rein investiert haben, können wir hier die nächste Stufe der Angriffe freischalten. Und da sind durchaus ein paar gute Sachen mit bei. Wir brauchen jetzt übrigens immer 1500 Punkte, um eine Stufe aufzusteigen. Ich meine, dass es vorher 1000 nur waren. Und jetzt sind es 1500. Es wird also schwerer aufzusteigen. Ist aber ja auch logisch. Also, welchen Auftrag können wir als nächstes machen? Das Ding aus dem Sumpf könnten wir machen. In der Nähe von Niederwirr war in ungemütlicher Nähe zum Torfstich ein mysteriöser Nebel aufgetreten. Alle, die hineingerieten, starben. Gerard beschloss, den tödlichen Nebel zu untersuchen und herauszufinden, ob er dem Spuk ein Ende machen konnte. So, wo befindet sich denn dieser Spuk? Niederwirr war, glaube ich, nahe des Sumpfes hier. Ja. Sehr nahe des Sumpfes. Und sehr nahe eines nicht erkundeten Ortes. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Aber erstmal müssen wir den Schnellreisepunkt finden. Der war... Geralt, danke für alles. Ja, kein Problem, habe ich gern gemacht. Wie gesagt, dafür ist ein Hexer doch da. So, dann machen wir uns mal nach Niederwirr auf. Wir müssen allerdings hier aufpassen. Das ist halt der Buckelsumpf. Wo wir eigentlich die Mumen treffen sollen oder finden sollen. Aber das machen wir noch nicht sofort. Denn erstmal ist die Geschichte des blutigen Barons, die aber auch mit den Mumen wahrscheinlich verknüpft ist. Könnte ich mir vorstellen. Hier ist alles miteinander verknüpft. Eine sehr verzahnte Welt. Auf jeden Fall werden wir uns mit den Mumen erst später damit befassen. Und das ist jetzt hier der Buckelsumpf. Es sieht direkt sehr gefährlich aus, muss man sagen. Hier sind irgendwelche einzelnen Hütten. Glaubt ja nicht, dass ihr mich hier in die Irre führen könnt oder mich ärgern könnt. So leicht ist das nämlich nicht. Ich nehme mir eure Gehirne. Gehirne. Calcium-Ekos. Hornblatt. Was immer das bringt. Wer wohnt hier? Ist leider abgeschlossen. Auf jeden Fall hat hier jemand seine Wäsche aufgehängt. Oh nee. Ertrunkene schrecken mich nicht mehr. Erinnert ihr euch noch an die Sümpfe aus The Witcher 1, wo wir gegen diese Bloodswigger gekämpft haben? Die scheint es hier nicht zu geben. Folgen wir diesem Pfad hier oben. Irgendwann werden wir schon irgendwo ankommen. Das ist kein Schnellreisepunkt. Was ist das? Ah, das ist dieser süße Pfad, ne? Uah. Herrinnen des Waldes, finde die Mumen vom Buckelsumpf. Folge dem süßen Pfad. Na, das machen wir jetzt natürlich nicht. Aber wir haben das schon mal gesehen, auf jeden Fall. Das ist der Schrein am Anfang des... süßen Pfades. So, in die Richtung wollen wir aber nicht. Wir wollen weiter in diese Richtung. Das Ding aus dem Sumpf.
Klingt auch irgendwie wie so ein klassischer Horrorfilm, oder? Aus den, weiß ich nicht, 70ern oder so. Oder den 80ern. Ist der Auftraggeber in diesem Unterschlag da drüben? Hey da, Meister! Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Hi, Leslav. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Das klingt nach einem Nebling. Erzähl mir mehr über das Monster. Dieses Monster? Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid, nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig, brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend, um jedoch beim Thema zu bleiben. Darum geht's jetzt nicht. Ich helfe gegen Geld. Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwirr ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ja, dann wollen wir das mal verhandeln hier. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? 242 ist der Startpunkt. Machen wir mal 72. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Dafür weißt du, dass sich das Ding dann nicht mehr terrorisiert. Und kein anderer. Na schön, Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Finde heraus, was die Leute im Nebel tötet. Tja, ich vermute mal, es ist eine Nebling-Abart oder so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wir gehen wie immer erstmal auf Spurensuche. Ich sehe gerade, dass wir demnächst mal wieder was trinken sollten, wenn wir das nächste Mal Leben verlieren. Ignatia-Blüten. Die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Okay, der haut ab. Der will sich offenbar nicht mehr mit unserem Geralt anlegen. Autsch. Hier kann man nicht so gut kämpfen. Um Gottes Willen, gib mir Schwalbe. Und gib mir Quen. Ich hänge den Kopf an den Sack. Die sind aber auch gefährlich. Ich sagte vor kurzem noch, die seien kein Problem, aber wenn dann irgendwie plötzlich 3, 4 davon auftauchen und einen umkreisen, dann ist es mal ganz schnell aus mit dem Spaß. Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Hier ist irgendwas, ne? Wartet mal, was ist hier? Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Es ist nicht nur eins? Komisch. Keine Spuren um die Leichen herum. Guckt mal. Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Aber warum wurden sie denn magisch verschleiert? This is interesting. Da drüben ist eine Hütte. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Oh, der Geruch. Fast metallisch. Irgendwer versucht, uns hier zu verarschen und reinzulegen. Was haben wir hier für eine Hütte gefunden? Hier ist noch ein Toter. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Ignis Fatuus heißt es hier.
gucken wir uns den mal an. Wenn wir ihn finden. Ignis Fatuus. Nekrophagenöl, Quen und Mondstaub. Das Monster in den Torfstichen Velens erwies sich als uralter Nebling. Diese Kreaturen leben ungewöhnlich lange. Einige bewohnen die Erde schon seit über 200 Jahren und werden permanent stärker. Hiebe von Neblingen solchen Alters sind derart massiv, dass man sie unmöglich blocken kann. Außerdem sind Neblinge so flink, dass nicht einmal Irden sie bremsen kann. Zu allem Überfluss können sie auch noch vollständig mit dem Nebel verschmelzen, um dann je von hinten zuzuschlagen. Es ist also geboten, eine gute Rüstung zu tragen und weisen Gebrauch von Quen-Zeichen zu machen. Und Mondstaub. Finde den Nebling mit Hilfe der Illusionen. Hat er hier sein Lager aufgeschlagen, weil er hier überall Bärenfell und sowas hatte? Ich meine, Bärenfell ist sehr, 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 sehr wertvoll, ne? Okay, wir werden jetzt hier erstmal ein paar Stunden meditieren, damit wir Mondstaub wieder ready haben. Wir werden die Bombe auf jeden Fall einsetzen müssen. So. Dann suchen wir den Nebling mal. Hier ist auf jeden Fall irgendetwas ist hier falsch. Da drüben, guck mal. Das sieht mir sehr nach einem Höhleneingang aus. Hier hat jemand eine Illusion. Okay, er ist hier drin, auf jeden Fall. Das ist er nicht. Okay, da war was. Neblinge greifen immer zweimal an. Dieser verdammte Nebling. Das war er aber auch nicht, das war ein anderer. Die Bastarde sind stark. Muss der Nebel sein. Okay, wir müssen einmal unsere Tränke anpassen. Also erstmal brauchen wir das Nekrophagenöl. Dann brauchen wir Katze. Katze und Schwalbe. Also T und Z. Da ist ein toter Nilfgaarder zu unseren Füßen. Ach du meine Güte. Der sieht fies aus. So. Versuch mal, dich jetzt zu entmaterialisieren, mein Freund. Spoiler, das wird nicht klappen. Okay, er kann es wieder. Vorsicht, Geralt. Schmeißen wir nochmal Mondstaub auf ihn. Wir haben ihn gleich. Nein! Leider sehe ich jetzt schon wieder nichts.
Wir haben ihn. Der Nebling ist besiegt. Monsterherz, Monsterhirn, Neblingzahn, Neblingmutagen, Karabella und Neblingtrophäe. Huiuiui. Der war heikel. Der war wirklich heikel. Ich habe für einen kurzen Moment auch gedacht, dass wir jetzt tot sind, definitiv. Finden wir in dieser Höhle vielleicht noch etwas? Also Katze können wir jetzt gerade nicht mehr nutzen. Was ist eigentlich Karabella? Auch eine Stahlwaffe. Kritische Trefferchance 11%. Chance auf Einfrieren. Ist eine gute Waffe. Aber ich weiß nicht, ob die mich so insgesamt überzeugt. Dann haben wir hier die Nebling-Trophäe. 5% Bonusgold. Warum nicht, ne? Gibt jetzt auf jeden Fall Schlechteres. Fackel. Finden wir hier noch etwas anderes in irgendeiner Art und Weise? Sind wir hierher gekommen? Wir sind, glaube ich, von hierher gekommen. Es muss doch hier noch irgendwelchen Loot geben. Kannst mir doch nicht erzählen, dass wir hier nichts finden. Wie viele tausend Eingänge hat diese Höhle? Okay, offenbar gab es hier wirklich keinen Loot mehr. Man hätte nur von verschiedenen Orten aus hier diese Höhle finden können. Wo genau sind wir denn jetzt hier? Okay, ja, das ist ja gar nicht so weit weg. Wenn wir den Weg zurückgehen, können wir uns ja auch mal angucken, was hier noch für ein unentdeckter Ort ist. Es könnte ein Ort der Macht sein. Das würde hier zum Sumpf passen. Es ist ein Monsternest. Ach du Scheiße. Es ist ein Monsternest. Ja gut, dann werden wir jetzt erstmal das Nekrophagenöl nochmal ziehen. So, kommt her, ihr Ertrunkenen. Das gefällt ihnen wahrscheinlich nicht. Leider werden es immer mehr. Igni. Sehr gut, der brennt. Gas. Nein. Gib mir absolut Raffatz. Wo haben wir absolut Raffatz? Das war Katze, das brauche ich nicht. Ich brauche... Den habe ich schon. Absolut Raffatz ist der... Schwarzes Blut. Okay. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Postwendend auf jeden Fall. Könnte sogar noch ein großer Ertrunkener rauskommen. Ein ertrunkener Toter, der das Ganze hier sehr böse sieht. Haben wir schon mal gegen einen ertrunkenen Toten gekämpft oder ist es jetzt das erste Mal? Jetzt kriegt er auch noch Unterstützung von einem Bruder. Das hat uns auch direkt mal 50 Erfahrungspunkte gebracht. Mein lieber Herr, dieser ertrunkene Tote, ne? Soll er mal aufhören mit dem Scheiß. Ertrunkene Zunge, Muschel, ertrunkenen Hirn, Monsterknochen und so weiter und so fort. Gute Sachen. Hauptsache, wir haben jetzt hier das Nest zerstört.
Das ist in jedem Fall gut. Less love. Der Nebling ist tot. Gibt es was Neues? Ja, der Nebling ist tot. Das Monster ist tot, der Nebel gelichtet. Da wird Asdorf aber froh sein. Das ist ein Grund zum Feiern. Du hast deine Belohnung verdient. Nimm sie und leb wohl. Moment mal, das ist weniger als vereinbart. Meister Hexer, die Bestie hat mich vom Torfsammeln abgehalten. Und ich habe ja eine Familie zu ernähren. Mir fehlen nur noch ein paar Kronen, dann kann ich neues Werkzeug kaufen. Hab Gnade. Ich werde dich bezahlen. Ich zahle das Doppelte. Aber erst in einer Woche, wenn ich die Verluste wettgemacht habe. Ach. Okay, ich kann nicht sagen, lass stecken. Gib mir das, was du da gerade in der Hand hast, sondern gut, bis nächste Woche. Oder du bezahlst dir alles jetzt, okay? Gut, dann bis nächste Woche. Also schön. Aber denk daran, dass ich daran denke. Du wirst nicht dran vorbeikommen zu zahlen. Danke, Hexer. Hab Dank, Herr. Melitele segne dich. Mögest du fruchtbar sein und dich... Die Arbeit. Du hast nur eine Woche. Das mit dem fruchtbar ist jetzt ganz nach hinten losgegangen, mein Freund. Das ist komplett nach hinten losgegangen. Aber gut, wir lassen es mal so stehen. Kehre in einer Woche zurück, um die versprochene Belohnung mit Zinsen abzuholen. Die Quest ist tatsächlich noch offen dadurch. Interessant. Okay. Das ist für diese Folge jetzt definitiv mal genug. Also wir haben einige Aufträge geschafft. 3 Stück, glaube ich, ne? Ja, das ist doch mal ganz nett. Also 2 sind hier jetzt auch noch offen. Oder... Genau, 2 sind noch offen, die ich eigentlich auch noch gerne machen würde. Kreischling und Monster im Wald. Aber dann wird die Folge zu lang. Das machen wir dann irgendwann anders. Wir werden jetzt als nächstes dann erstmal in der nächsten Folge die Hauptquest weitermachen. Und mal schauen, wie wir jetzt verfahren werden mit dem blutigen Baron und seiner Fehlgeburt. Oder dem der Fehlgeburt seiner Frau vielmehr. Und ob wir dann nicht tatsächlich noch auf die Spur von Anna und Tamara kommen. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.